Um mit seinem Auto von Kelmis nach Blankenberge zu fahren, braucht Papa 2 Stunden und 49 Minuten. Frage: Wie groß ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn Blankenberge 242 Kilometer von Kelmis entfernt liegt? Wir nehmen die Erde als Bezugskörper. Die Angaben sind die folgenden. Die Zeit beträgt 2 Stunden und 49 Minuten. Also 2 Stunden und 49 Sechzigstel von einer Stunde. Die zurückgelegte Distanz beträgt 242 Kilometer. Was wir suchen, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, die wir in Kilometer pro Stunde ausdrücken können. Und um diese herauszufinden, nutzen wir diese Formel: Durchschnittsgeschwindigkeit gleich zurückgelegte Distanz geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Also V-Index m, das ist 242 geteilt durch diese Zeit, 2 plus 49 Sechzigstel. Diesen Bruch kann man mit Taschenrechner berechnen. Zuerst Bruch, oben steht 242, einmal Kursortaste nach unten, im Nenner steht 2 plus Bruch 49, einmal Kursortaste nach unten, Sechzigstel. Das macht diesen Bruch und als Dezimalwert erhalten wir 85,92, also die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt ungefähr 85,92 Kilometer pro Stunde. Die gefragte Durchschnittsgeschwindigkeit haben wir also gefunden.